Das weltweite Straßennetz. Unendliche Weiten. Das sind die Abenteuer des Captain Mike, der mit seinem 550 PS starkem LKW unterwegs ist, um Terminfrachten dorthin zu bringen, wo nie ein LKW-Fahrer zuvor gewesen ist. Auf ihn ist Verlass. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich will immer wieder Hard Truck 18 Wheels of Steel sagen. Nein, zu einer Folge Euro Truck Simulator 2. Wow, ich wusste gar nicht, dass ich den Kopf so nach oben heben kann. Gucke mal da. Schaut man die Sonnenblende nicht runterklappen kann und die Sonne geht auf und wir sind in Polen. Wir sind in Lodz oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wir haben zum Schluss den Auftrag erledigt. Die Sonne geht auf. Und es ist schon ein paar Tage her, seit ich hier gewesen bin. Weil zwischendurch habe ich noch den RTS-2 aufgenommen. Warte mal eben, aber wo RTS-2? Wir müssen mal zurückfahren. Und dann habe ich gestern noch eine Runde Need for Speed Underground 2 noch hingelegt, weil ich da noch ein paar Bonusfolgen noch abdrehen wollte. Und da habe ich rausgefunden, dass Need for Speed Underground 2 mit Windows 1 nicht mehr so richtig funktioniert. Das merkt man dann daran, dass Need for Speed Underground 2 bei dem Ladebildschirm einfach gnadenlos abstürzt. So, aber wir müssen eben noch schnell was warten, weil wir hatten ja noch ein paar, ja, das Fahrwerk mussten wir noch kaum reparieren. Und wir müssen noch demnächst mal die Lackierung mal etwas abändern, weil das Blau ist doch noch ein bisschen zu dunkel. Auch die Sonne geht, naja, ihr wisst ja, ich und Sonnenaufgänge, huiui, geil. Mal eben den Scania fast ran. Ah, ihr könnt es auch stehen bleiben. Das machen wir vielleicht nachher noch. Aber ich wollte eigentlich, wo wir schon gerade hier sind, wollte ich eigentlich noch eben schon die Stadt erkunden. Warte mal, hier ist keine Ampel, oder? Nee. Am liebsten würde ich dann noch reinfahren, hier wo die unsichtbaren Mauern sind. So, erstmal wieder umgewöhnt. Boah, ich bin zum letzten Mal, bin ich, wie gesagt, im PKW Underground 2 gefahren, gestern. Und jetzt muss ich wieder umgewöhnen. Jetzt darf ich hier nicht rasen und muss mich korrekt verhalten. Katowice, Warschau. So, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen jetzt erstmal. Es ist grün und keiner fährt los, wie im richtigen Leben. Und wir werden jetzt sehr oft diese Erkundungstour machen. Da bin ich jetzt für. Was ist das hier? Okay, hier kannst du wieder Aufträge holen. Schade, schade, dass hier wirklich alles nicht freigeschaltet ist. Und ich vermisse es immer noch, dass man hier aussteigen kann, die Gegend erkunden. Aber wie gesagt, das sind hier wirklich Sachen, die mir echt fehlen. Aber das wiederhole ich, glaube ich, in jedem Part jetzt mittlerweile. Und im ATS heute habe ich auch schon angesprochen, was mir auffällt, ist, dass wir die ganze Zeit im LKW drin sitzen. Dass wir nicht aufstehen, dass wir uns auch gar nicht duschen und so weiter und die Kleidung wechseln. Mensch, wir müssen ja stinken, du, meine Herren. Und da fällt mir gerade auch auf, da wir auch nicht auf Toilette gehen. Mensch, der muss ja einen Druck auf der Blase haben. Wow. Da
aber ich glaube, wenn ihr die Folge sagt, seht, dann habe ich das schon vor ewigen Zeiten im ATS 2 gesagt. Ach, im ATS, Entschuldigung. Gleich noch hier das Mikrofon da umrammen. Weil wir sind da hier schon fast bei Folge 40. Beim ETS 2 und der ATS hat gerade mal erstmal 19 Folgen auf dem Buckel. Na gut, wenn ihr das jetzt hier seht, dann hat er auch schon so an die 40 auf dem Buckel. Weil wegen, ich habe den ETS 2 schon seit Ewigkeiten vorproduziert. Ich sage ja Ostern habe ich damit angefangen. Und der ATS 2, warum sage ich mal ATS 2? Und der ATS, der folgt erstmal so nach und nach. Weil ich ja, wie gesagt, den ETS ja mehr hier spiele. Der ATS sollte eigentlich mehr so ein... Oh, okay. Na, hier ist Dings angesagt. Radarkontrolle. Ja, der ATS sollte eigentlich mehr nur unregelmäßig gespielt werden. Aber mittlerweile spiele ich beides gleich. Weil ich einfach beides geil finde. Und in Amerika... Sag mal, die Trucks, die haben da ein paar kleine Probleme, wenn ich hier rückwärts einparken will mit den Rädern. Die sehe ich nicht so richtig. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal noch ein Lenkrad ins Haus für einen Computer. Im Moment spiele ich alles mit Tastatur. Aber schauen wir mal. Oh, und die Sonne geht an. Das sage ich jedes Mal, ich weiß. Warte mal, hier ist doch ein Bett, oder? Nee, das ist eine Garage, aber... Hier ist doch auch ein Bett. Oder meine ich das nur... Also die Garage könnten wir uns theoretisch irgendwann mal kaufen. Aber ich bin dafür, bevor wir anfangen... Ach, Sackgasse, verfluchte Hacke. Aber guck mal, da drin brennt Licht, ne? Draußen auch. Guck mal das Ganze mal so an. Ausnahmsweise mal. Na, das Blau ist noch ein bisschen zu dunkel. Das müssen wir noch ein bisschen heller gestalten. Das Licht an. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen, bitte. So. Aber hier könnte man pennen, ne? Wir brauchen noch, oder? Brauchen wir schon? Müssen wir schon? Warte mal eben. Komm, weißt du was? Wir sind Schlafmütze von Beruf. Stimmt mal zwischen den MAN und dem... Was warten die jetzt? Ein Scania? Oder warten die Iveco? Ich habe jetzt gerade nicht richtig hingeguckt. Ein Duffard gewesen. Entschuldigung, Iveco und Scania, das war gerade woanders gewesen. So, aus die Maus. So. Ich hätte fast gesagt, die drei von der Tankstelle. Hahaha. MAN. TGX sogar. Kein TGA. TGX. DAF XF. Komm, mach mal Licht aus. Pennen wir mal eine Weile. So, oh, ja. So, erstmal aufwachen. Ja, so, Thermoskanne raus. Ein Schlückchen Kaffee einschütten. Dubbeln auspacken. Und ein bisschen essen. Yum, 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 yum. Lecker. Apropos lecker, wir müssten auch mal was einkaufen fahren. Wir brauchen Nahrungsmittel. Trinken geht mir langsam aus. Ja. Aber ansonsten geht's uns gut.
M, wir müssen mal eben gucken, wir sind hier, warte mal. LKW Speed, Pro Speed. Zeig mal kurz den Frachtmarkt eben an, den wir hier haben. Wir sind hier in... Da sind wir. Bremen ist doch ein schönes Stück. Wir wollen es erstmal langsam da zurück arbeiten. Da will ich jetzt nicht hin. Nach Ungarn will ich jetzt auch nicht hinfahren. Oh, Dortmund, das ist ein ganz schönes Stück, aber bringt auch schön Asche. Ich habe gedacht, wir fahren jetzt mal so ein klein bisschen... Nee, Katowice will ich jetzt auch nicht fahren. Na, sieht schon besser aus. Also ich möchte jetzt eher hier so rum, wieder zurück nach Deutschland, dass wir uns ein bisschen durch Deutschland arbeiten. Ja, komm. Ja, zum Glück achtet man hier nicht drauf, dass wir keine Blinker setzen, so wie beim Bus-Driver damals. Oh, ich muss mich mal daran gewöhnen, dass wir keinen Auflieger haben und dass ich nicht mehr Need for Speed spiele. So. Und was ich auch gestern mal versucht habe, ist hier mal das Spiel auf zwei Monitoren laufen zu lassen. Funktioniert ganz gut, nur ich müsste mir eigentlich noch einen zweiten mit derselben Größe und Auflösung kaufen, dann ist das optimal. Also das funktioniert schon mal hier, dass ich dann über zwei Monitore gucken kann. Einfach nur geil. Habe ich mal so ausprobiert, ja. Wie gesagt, ich will ja gucken, dass ich hier also so ein... Da die Grafikkarte mehrere Monitoranschlüsse hat, will ich hier noch einen dritten Monitor erstmal anschließen. Eins zum Spielen, dann einen für OBS und dann den dritten noch für ein paar andere Sachen. So, gucken. Einmal rüber. Nee, wir müssen noch einen weiterfahren, ne? Hau mal den Blinker wieder rein. Wir stehen die richtig. Ah, grün. Und los geht's. Warte mal, wir können auch nicht wieder ausmachen, ne? Ach, haben wir gar nicht angehabt. Ja, so. Dann gucken wir mal. Dann fahren wir. Ich fahre heute wieder. So. Also offiziell soll jetzt hier das Ding sein, was wir jetzt hier abholen sollen. Da ist er. Den nehmen wir auch gleich. So, wo ist er? Hallo, hallo, hallo. Ach, ganz hinten versteckt er sich, der Schüchtern. Schüchterne Fracht. Ah, jetzt fahren wir einen Container-Trailer. Okay. Ah, ich will aber gerne, ich will... den daneben haben. Ich möchte den da. Weil mit den Aufliegern habe ich mehr Erfahrung. Traktorstrahl aktiviert. Weil mit den Kippern dann habe ich echt mehr Erfahrung. Bin ich ja sogar schon selber dreimal gefahren. Hahaha. Ja, habe ich ja schon mal erzählt. Einmal als Dreijähriger und dann zweimal als 16-Jähriger am selben Tag, wo ich Sommerferien hatte, wo ich mit dem Vater unterwegs war. So, müssen wir jetzt lang. Warte mal. Damit wir jetzt nicht am Pixel hängen bleiben. Sprach's und blieb am Pixel hängen. Oh Mann. Wir bleiben auf der linken Spur hängen. Stehen meine ich. Fahren. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. So. Einmal geblankt. Blink, blink, blink. Die bleiben da echt stehen. Um einen durchzulassen. Wollte mich jetzt. Nee. Ach, wir sind eins zu früh. Ha.
ihr seht schon, meine Verpeiltheit schlägt schon wieder voll durch. Und wir sind schon wieder zu schnell. Das war, glaube ich, der Abschnitt, der kontrolliert wird. So, wo geht's? Nach Warschau müssen wir schon wieder lang. Joi, da kommen wir doch gerade erstmal her. So. Jetzt gibt mal Stoff da. Und was ich auch schön finde ist, also was ich vielleicht ein bisschen noch vermisse aus Hardcore Eden Wills auf Steel-Zeiten ist, dass der LKW Ewigkeiten braucht, um anzufahren. Das fehlt mir irgendwo. Wisst ihr noch? Erster LKW und als ich da aufs Gas gehämmert habe, da hat er dann erstmal 3 Minuten gebraucht, um anzufahren. Die Sache Ampel war gerade grün und schon war es wieder rot. Ja, da geben wir jetzt nicht Vollgas. Wir müssen uns gleich eh wieder anhalten. Wo fahren wir jetzt hin? Na, Poznan? Ich weiß es nicht. Welches Städtchen das ist. So. Der bleibt stehen. Und der MAN fährt uns dafür in die Karre rein? Nee, zum Glück nicht. Sonst hätte er Stress mit mir gekriegt. So, gleich dürfen wir mit 80 fahren werden. Na gut, 70 geht auch. So, wir haben schon fast 3200 Kilometer mit unserem Volvo runter. Ab wann muss der eigentlich zur Wartung? Ich weiß, bei meinem Fiesta muss ich alle 20.000 zur Wartung fahren. Inspektion, so rum. Aber ich denke mal, das wird uns hier das Computerprogramm hier wahrscheinlich anzeigen. Patznan sagt mir jetzt echt nichts. Oh ja, die kleinen Kurven wieder hier, die kleinen Auffahrten. Warte mal, wir hängen doch jetzt bestimmt am Pixel. Wow, das sind echt kleine Sträßchen. So, irgendwo auf Fahrt 8. Ja, nee, ist klar, Murat. Da hängt ein roter Ballon in der Luft, okay. So, Yogi, Gas geben. Wenn wir 80 drauf haben. Ich glaube, da kommt eine Mausstelle. Ich glaube, wenn wir gerade gleich auf 80 sind, können wir gleich schon abbremsen. Wir dürfen nur 70 fahren, ist in Ordnung. So, Tempomat ist ein. Wow, da war ein Blitzomat, da haben wir Glück gehabt. Okay, runter auf 40. Das ist eine Mautstelle, so wie es aussieht. So. Haben wir viel davon. Okay, ich war bisher aber noch nie im Relife in Polen, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Entschuldigung. Na dann, auf geht's, Freunde. Na, jetzt fährt der auch noch ein. Okay, er gibt Gas. Ja, das freut mich. So, 70 Tempomädchen einschalten. Und da kreisen die Geier da oben wieder rum.
Ich weiß, ich fahre bescheuert gerade. Aber auch nur, weil die Straße einen Knick macht. Mal eben Licht anmachen. Oh Mann. Warum macht die Straße sowas mit mir? Warum wird jetzt langsamer? Komm, 80 dürfen wir fahren. Gib mal Kette, kleiner Mann. Genießt einfach heute mal die Show ein bisschen. Heute bin ich ein bisschen bockkarger als sonst. Na gut. Hab auch ein klein wenig Kopfschmerzen. Deswegen bin ich heute mal etwas stiller als sonst. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir und genießt dementsprechend die Fahrt. Die wollte ich eben nur hinkriegen, aber weil, wie gesagt, das Spiel süchtig momentan ziemlich stark. Genau wie in ATS. Aber, was mir gerade einfällt, ich habe heute ein bisschen, ja, na gut, wenn ihr die Folge zu sehen bekommt hier, dann habt ihr das Spiel aber auch schon zu sehen gekriegt. Und zwar bin ich gerade dabei, ich habe Transport Titan wieder entdeckt, wer es erkennen sollte. Ein altes Wirtschaftssimulationsspiel von Microprose. Geht darum, dass man Transportunternehmen aufbauen muss und dann Güter und Personen von Dorf A nach Dorf B bringen muss, beziehungsweise von Fabriken zu produzierenden von Fabrik zu Fabrik sozusagen, also zum Beispiel Kohlekraftwerk, von die Kohle vom Bergwerk zum Kohlekraftwerk und so weiter. Das geht dann zu Lande, zu Wasser, in der Luft und ja, das waren sie schon. Da kann man dann nämlich Straßen bauen, so dass du dann einen kleinen Busbetrieb aufbaust für Personen. Du kannst dann auch einen Frachtbetrieb mit LKWs aufbauen. Dann halt dasselbe auch auf der Schiene. Dann nochmal auf See mit Schiffen. Und halt nochmal kannst du auch Flughafen bauen. Altes Spiel aus dem Jahre 94 habe ich wieder entdeckt. Habe ich auch heute den ersten Teil aufgenommen. Den kriegt er. Also heute am, was ist denn heute? Heute am 7.4. Keine Ahnung, wie ihr den zur Sicht bekommt. Also ihr, aber ihr werdet dann das Spiel, den Teil schon gesehen haben, bevor dann diese Aufnahme hier zu sehen bekommt. Das heißt dann, dass dann das erste Teilchen schon vor Wochen hochgeladen worden ist, weil ich glaube, momentan müsste der vierte Teil vom ETS 2 online sein. Und auch der vierte Teil vom ATS. Also könnt ihr euch schon mal dann ungefähr so vorstellen, wie lange das jetzt schon her ist. Aus eurer Sicht. Ja, und dann habe ich noch weiter noch ein bisschen im Internet gefunden, gesucht. Da gibt es ja noch mehr Spiele, die so ähnlich aufgebaut sind. Es gibt ja auch mittlerweile auch ein, das habe ich noch gar nicht gewusst, ein Open Transport Titan Deluxe. Ist kostenlos, kann man sich runterladen. Es basiert auf Transport Titan. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich nämlich das Spiel angefangen zu Let's Playen. Jetzt habe ich aber schon, halt wie gesagt, das andere Spiel, schon die richtige DOS-Version angefangen. Dann habe ich jetzt noch ein Spiel, das habe ich aber schon letztes Jahr schon gekauft, nennt sich Train Fever. Ist genauso aufgebaut. Aber ich habe es bisher noch nicht gespielt. Ich habe es mir bisher nur mal angeguckt, mal als Let's Play, also mal zwei, drei Videos davon. Habe es mir dann letztes Jahr deswegen gekauft und ich habe aber noch nichts angefangen. Aber wie gesagt, das sind einige Sachen noch auf Agenda, die ich anfangen möchte, spieletechnisch. Aber das Problem, hast keine Zeit. So viele Sachen, die ihr machen möchtet, aber keine Zeit dafür. Deswegen dauert das ein bisschen länger, bis alles so online kommt, wie ich es möchte. So, was haben wir noch im Angebot? Ja,
Morgen am Freitag aus meiner Sicht, also wenn ihr das sehen werdet, ist das schon Ewigkeiten her wieder mal, läuft der letzte Teil von Back to the Future um 14 Uhr Freitag. Da muss ich mir nämlich dann überlegen. Okay, schöne Mountstation, so wie es aussieht. Dann muss ich mir nachher noch überlegen, was ich dann an dessen Stelle hinsetze. Anstatt Back to the Future. Oder ich werde den Freitagslots, Freitag sei schon, den 14 Uhr Slots einfach freilassen erstmal. Aber wie gesagt, bis ihr das Video gesehen habt, dann ist da bestimmt schon ein anderes Let's Play an der Stelle gelaufen. Deswegen sollte ich jetzt hier noch nichts Aktuelles erwähnen. Oh, dazu sollte ich mir ein anderes Let's Play auserkoren, womit ich dann wirklich dann, was ich dann zeitnah mache. Das wollte ich ja mit dem ATS eigentlich machen. Maut, 79 Euro bezahlt. Aber mit dem ATS bin ich auch schon so weit. Ich lag ja fast bei Folge 20 bin ich da. So dass das auch flach liegt, oder ich müsste mir den ATS wirklich einsparen erstmal. Oder ich müsste auch den ATS sparen. Den ETS zweimal nicht. Hm, nee, dazu bin ich momentan zu verliebt in beiden Spielen. Wahrscheinlich wäre es, wenn ich das mit dem Train-Simulator 2016 zu machen. Dass das dann zeitnah hochgeladen wird. Also ich bin gerade dabei, irgendein paar Spiele zu machen, die in längerer Zeit dauern werden. Okay. 7 Minuten, dann sind wir gleich da unten. 26 Minuten. Das heißt, dann 30 Minuten haben wir gleich aufgenommen und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich heute mal ein bisschen länger mache als die 30 Minuten, die wir höchstens angepeilt haben. Wie gesagt, wir hatten ja eingepeilt, ich habe ja die Umfrage gemacht, also die Umfrage ist jetzt aus meiner Sicht ein paar Tage her und aus eurer Sicht, wenn ihr das Video seht, ein paar Wochen. Und da waren die 4-5 Mann damit einverstanden, ja auch so gesagt, so 20 bis 30 Minuten, Videos ist in Ordnung. Aber hier so bei kleineren Sachen, die ein bisschen länger als 30 Minuten, also die gerade so mal die 30 Minuten ankratzen, ich sag mal 2-3 Minuten drüber gehen, die werde ich dann mal so lassen. Wir sind ja gleich da, wir müssen gleich noch einrangieren. Ich überlege gerade, soll ich einrangieren? Soll ich richtig parken oder soll ich dann sagen, nee? Wir haben keine Zeit, wo ist denn der Auto? Der ist da, okay. Oh, das ist ein bisschen verwirrend hier mit den unsichtbaren Mauern. Nein, am Pixel bleiben wir diesmal nicht hängen. Warte mal. Müssen wir rechts rüber? Ja, ne? Was ist das für eine Stadt? Potsdam sagt mir gar nichts. Ich spreche es auch bestimmt wieder falsch aus. Ja, Industrie viel hier so. Viel Industrie hier so, meine ich. Okay, wir müssen rechts abbiegen. Da wir gleich wieder am Pixel hängen bleiben, müssen wir ein bisschen ausholen. So, wir sind richtig. Oh, hier stehen viele Europaletten im Weg rum. Okay, das ist langsam etwas ein erschwertes Einparken. Ziemlich erschwertes Einparken. Holla die Waldfee. Hatte mal eben. Ach, haben wir schon eingeschaltet. Ich bin jetzt mal still. Also ich war da noch nicht hier gewesen. Mit den Kästen.
gesagt, noch nicht. Ich muss mal kurz so einparken. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Das wird echt knapp werden. Okay. Dreimal darfst du raten, was ich gemacht habe. Ich habe hier unten auf automatisches Einpacken drauf geguckt, dann komme ich gleich aus dem Konzept. Warte mal. Da ist der Winkel wieder zu steil. Sorry, dass ich so ausgepackt habe, aber eingepackt habe, aber ab und zu mache ich das. Dafür packen wir ein. Okay, 5000 haben wir gekriegt. Geübte Arbeiter, so soll es sein heim. Bonus für dringende Lieferung haben wir gekriegt. Sehr schön. Okay, das war's für heute. 32 Minuten. Dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute und ich sehe euch dann bei der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr als Beifahrer dabei gewesen seid. Ja, und ich sage dann, bis demnächst, euer Wehofner. Tschüss.